Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Im letzten Part haben wir, Assassinengrab. Erstmal hier mit Leonardo sprechen und dann das Assassinengrab. Im letzten Part haben wir Carlo Grimaldi ermordet, nachdem er den Dogen ermordet hat. Ezio, mein Gott, du lebst! Ist es wahr, man sagt? Du hättest den Dogen getötet. Ich versuchte, ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas. Ich glaube, ich habe recht. Ich weiß, was es ist. Mehr von dem Kodex. Aha. Die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden sie. Ich mag diesen Leonardo. Overexcited. Wissen ist Macht. Den Umgang mit der an der versteckten Klinge angebrachten Pistole üben. Muhahaha. Akzeptieren. Das wollte ich unbedingt noch machen, bevor wir ins Assassinengrab gehen, ne? Wir haben die verdammte Pistole bekommen. Yay. Ja. Ja, ich weiß, man ist in diesem Gebiet nicht wirksam. Waffenrad, um die Pistole auszuwählen. Ja, nicht geklappt. Muss erst anvisieren und dann zielen und puff. Pass auf, wenn ich ihn treffe. Reagiert wie? Nicht wie eine Puppe, sondern greift sich an den Bauch wie ein NPC. Passt auf. Zack. Damit ist der wie ein NPC. Ja, finde ich sehr cooles Detail. Die waren einfach zu faul, einen weiteren. Ja, ein weiteres Bodymodell einzubauen. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gerne. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Ja. Wir haben eine coole Maske bekommen. Und jetzt. Ach, falscher Knopf. Geht's auf zum Assassinengrab. Hier ist es. Das ist das letzte Assassinengrab. Danach schalten wir Alter Irs Rüstung frei. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, habe ich hier sogar. Habe ich das schon gekauft im Ubisoft Club? Ja, wir haben wieder Geld in der Truhe. Der Villa war aber irgendwie klar, dass das wieder vollgestopft ist. Ja, Schnellreise ist, glaube ich, gerade deaktiviert, weil. Ja. Naja. Aussichtspunkt, ihr wisst, was das heißt. Wir unterbrechen diesen Part von Let's Play Assassin's Creed 2, um ihn zu zeigen, wie wir zum x-tausendsten Mal hier hochklettern. Ja. Nein, ihr kriegt mich nicht. Spätestens, wenn ich euch mit der Pistole in die Fresse schieße. Dann gebt ihr auf. Glaubt mir. Tja.
Ja. Übrigens, wo ich jetzt gerade daran denke, was haltet ihr denn so von der Tatsache, dass ich immer jetzt den Scheißschraubenzieher benutze, um... Das ist schon besser. Ich bin ein Glück. Wieso schubst du mich? Hier, Geld, Geld. Ich werfe gerade einfach mal ein bisschen Geld durch die Gegend. Die heben hier alle ständig das Geld auf, dann bleiben sie hier. Ich bin ein Glückspilz. Was haben wir denn da? Ich bin ein Glückspilz. Was haben wir denn da? Ich werf nicht mit Geld um mich. Komm, Leute, Geld. Geld. Hier, Geld. Geld, noch mehr Geld. Folgt alle dem Geld. Ich bin ein Glückspilz. Was haben wir denn da? So ist's leicht. Ich bin ein Glückspilz. Was haben wir denn da? Das ist schon besser. Hier, Geld. Das ist schon besser. Was haben wir denn da? Los, ich bin ein Glück. Warte, damit kann ich so. Das ist schon besser. Kann ich die ausschalten, ohne dass er mich. Mein Glück, Wabbel. Ich bin ein Glück. Suspekt. Halten. Für Suspekt halten. Jetzt bin ich anonym. Ich bin anonym. Die sind alle tot. Hier kommt Kit, ein paar Unschuldige. Geld. Ich bin ein Glücksbringer. Das große Gemetzel. Zack. Codex-Seite. Santa Maria della Visitazione. Ich habe absolut keine Ahnung, was das heißt. Buonasera. Ja. Weil ich glaube, ich habe heute schon, ich weiß nicht, ein paar Parts, noch nicht so viele aufgenommen. Das ist Part 34, oder? Doch, ja, dann habe ich ja noch echt nicht viele aufgenommen. Naja, ich will ja auch noch Breath of the Wild aufnehmen heute. Gerade mal 16 Uhr, da ist ja noch ordentlich Tag übrig, um aufzunehmen, oder? Ich habe Hunger. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch Essen drin. Aber nicht mehr viel. Ah. Schon Blödsinn. Fertig. Okay. Oh, ich erinnere mich. Ich hasse dieses Grab. Das Geheimnis der Visitazione. Die Rätsel der Katakomben von Visitazione lösen und das Assassinensiegel finden, das darin versteckt ist. Das hier ist pure Kletter-Action und keine Rätsel-Action. Ja. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Ah, nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du ja, doch jedes Mal. Ja, töte ihn jetzt, Jo. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen, du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Down. Oder? Doch, ja. War ja klar. Zack. Zack, zack, zack. Ja, Pistole. Natürlich, Fernwaffen gelten hier drin nicht. Die sind deaktiviert. Ist logisch. Warum sind sie deaktiviert? Weil Baum. Ja. Lasst mich doch! Schneller! Auch eine.
einer der Fort... Was? Nein. Was machst du? Du sollst hier unten lang. Wo ich auch mal lang renne. Ja, okay, haben wir kapiert, wo ich hier lang muss. Lasst mich doch! Ich lass dich nicht! Du bist ein Templer, Mann! Du bist mein Todfeind! Wieso sollte ich dich lassen? Lasst mich doch! Kein Mensch wäre so dumm. Nicht mal ihr wärt so dumm. Und ihr seid schon die Oberdummen. In diesem Spiel, ehrlich. Außer ein Rogue, da sind sie nicht die Oberdummen, warum auch immer. Lasst mich doch! Ich meine, ich find's gut, dass sie mal die Medaille umdrehen. Waffe! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ja. Wir werden angegriffen! Wachen! Ja, das ging absolut realistisch und schnell wie dieses. Ja. Das lief absolut realistisch ab. Genau. Wieso kann ich hier drin die Schusswaffen nicht einsetzen? Wieso? Ehrlich, da gibt's keine Erklärung. Es gibt legit. Ich sag schon wieder legit. Aber dafür gibt's einfach keine Erklärung. Wieso konterst du gerade nicht, Ezio? Hallo, ich hab auf Kontern gedrückt. Ey, sag mal. Ich drück die ganze Zeit auf Kontern. Aber er kontert nicht. Nein! Wieso konterst du nicht? Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Was war das denn? Ich habe die ganze Zeit hier auf R2 gedrückt gehalten und X gedrückt. X, Quatsch. Viereck gedrückt. Aber es ist nichts passiert. Und es ist nicht so, dass er die Schläge von dem Typen nicht kontern könnte. Oder gar nicht erst blocken könnte. Und ja, ich wusste, dass dieser Teil auch noch kommt. Das ist mein Hass-Assassinen-Grab. Hier muss ich mich konzentrieren. Zum Assassinen-Grab muss man echt Glück haben, dass die Steuerung mitspielt. Das ist so ein richtig... Ihr seht das schon. Du musst richtig Glück haben, dass diese verdammte Steuerung mitspielt. Und wenn du einen Fehler machst, musst du zurückschwimmen. Und das neu starten. Das andere reichte nämlich die Zeit nicht. Zack, so. Genau. Das ist der erweiterte Wandsprung. Und ja. Erste Tor aktiviert. Los. Du sollst schwingen. In die andere Richtung. Los. Zu schnell, 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 schnell. Ich habe nicht viel Zeit. Zack, zack, zack. Nein, guck mal, davon rede ich. Das passiert hier ständig. Ja. Zack. So. Jetzt kann ich schwingen. Vorher konnte ich nicht schwingen. Warum auch immer. Zack, ich bin jetzt
ganz vorsichtig. Ich meine, ich habe schon viel Erfahrung in dem Spiel. Ja, aber... Kannst du so erfahren sein, wie du willst? Ihr seht schon. Von der Zeit her wird's knapp. Nein! 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 Ah, verdammt, ich hoffe, ich habe noch Zeit, um es zu schaffen. Nein, habe ich nicht. War klar. War ja klar. So, dann hätten wir, hier noch lang gemusst. Und hier hätten wir noch lang gemusst. Na, Alter! Ezio! Sag mal. Ihr seht. Was ich gemeint habe, hallo, da. Der will ja immer nicht hochklettern. Dabei kommt man da hoch. Zack, ja. Darf nicht darüber diesmal. Hier, 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 zack. Ja, toll. Der macht echt gerade... nicht das, was er soll. Yes. Ihr seht, das ist einfach verhext. In diesem Assassinengrab. Es ist nur hier, dass die Steuerung tatsächlich vollkommen verrückt spielt. Und echt absolut inkooperativ ist. Ja? Ich meine, ansonsten ist die schon echt eine Nummer für sich, ja? Aber hier in diesem Assassinengrab. Ist die echt nochmal eine extra Nummer. Ehrlich, hätte man dieses Assassin-Grab als Teststrecke genommen für die Steuerung. Ich meine, man hat hier ja dieses Element extra eingeführt. Mit diesem erweiterten Wandsprung, ja? Ich finde, da hätte man das hier doch schön als Teststrecke nehmen können. Letzter Assassin-Grab ist ja das letzte. Ganz am Ende. Selbst da muss die Steuerung ja noch klappen. Und wer auch immer das hier getestet hat, das Assassin-Grab und gesagt hat, ja, passt, bin ich zufrieden mit. Sag mal, hast du irgendwie... schwerwiegende Probleme in deiner Kindheit gehabt oder so? Das ist ja totaler Käse. Ich meine, gut, ich habe es jetzt hier beim zweiten Versuch geschafft, aber... ja, ich bin auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Ich habe dieses Spiel viermal. Ich habe schon über 100 Stunden in diesem Spiel verbracht. Locker. Dabei kann man das... Die Story schafft man schon in 15 bis 20 Stunden durch, ja? Wenn man wirklich so exzessiv nur auf Story geht und auf nichts anderes. Kommt man bis zur letzten... Ich meine, man muss so viel Käse erfüllen, nur um zur letzten Mission zugelassen zu werden. Aber bis dahin, bis zur letzten Mission, kommt man sehr, sehr schnell. Also 100 Stunden sind, glaube ich, sogar noch leicht untertrieben. Ich meine, hier in diesem LP haben wir ja schon ordentlich Zeit verbracht. Und ich habe einmal die Xbox 360-Version durchgespielt, die PC-Version durchgespielt. Also, ja. Und ich meine, ich ziehe zu diesem Spiel ja auch noch Brotherhood hinzu. Machen andere nicht. Brotherhood ist das Spiel direkt danach und... läuft auf genau der gleichen Engine oder irgendwelche Verbesserungen. Ja? Ach, ich habe eine Truhe vergessen. Egal. Das Geheimnis der Visitazione. Trophäe erhalten. Venezianischer Gladiator.
geht's. Ja. Die Karnevalsmaske lässt sie für die Dauer des Karnevals inkognito bleiben. Cool. Das ist bei Karnevalskünstlern, da die Mission ja hier direkt um die Ecke ist. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Ezio hier nicht rausfliehen kann. Würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Und ja, würde ich an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.